Gutes Wetter war für Sonntag, den 28. Juni, schon einige Tage vorher angekündigt. Zugeführte Kaltluft sollte in Südwestdeutschland und Franken für super Bedingungen sorgen. Auch der Odenwald sollte echt klasse werden. Also ideal, um einmal rund um Stuttgart zu fliegen. Allerdings sollte abends von Südwesten her Abschirmung und Warmluft einfließen, was die Bedingungen im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb erschweren könnte. Von Poltering aus empfiehlt es sich erstmal in den Schwarzwald zu fliegen. Ich habe Musbach als erste Wende gesetzt, um eine passable Ausgangslage im Schwarzwald zu haben und dann gleich Richtung Norden abbiegen zu können. Dort wollte ich bei Tauberbischofsheim wenden und dann noch Richtung Beilngries fliegen. Vom Bayerischen dann wieder über die Alb zurück bis in die Heimat. Genauso gut und schnell auf die Alp kommen. Ziemlich, ziemlich geil.
an Heidenheim vorbei und man sieht jetzt schon stark die Abschirmung von der Warmluft, die hier reinschwappt aus Südwesten. Und wir kämpfen uns jetzt einfach noch Richtung Heimat. Hallo und Servus an alle, die bis zum Ende durchgehalten haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben geben oder was in die Kommentare schreiben. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut mal hier rein. Dort findet ihr das letzte Fly With Me oder ihr abonniert den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch sauentspannte Flüge und viel Spaß in der Luft.